Ja, Tag 1. In meiner Wohnung passieren ganz komische Sachen. Seit ich hier eingezogen bin, habe ich irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Und ich kann auch nicht mehr richtig schlafen und irgendwas Merkwürdiges passiert hier. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was hier komisch ist. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich bin total gestresst und vor lauter Stress habe ich mir erstmal ein neues Buch gekauft für meinen Sub. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil mein Sub ist schon riesengroß und ich komme überhaupt nicht mehr dazu, die ganzen Bücher alle zu lesen. Die liegen da teilweise schon seit Jahren. Beziehungsweise seit ich hier eingezogen bin halt. Und naja, ich will jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt los ist und deswegen habe ich mir ein paar Kameras gekauft, die werde ich jetzt aufstellen und dann mal sehen. Also hier, das ist eine der Kameras. Die Coolpix. Und die, die ich jetzt in der Hand habe. Naja, und ich lege jetzt erstmal mein Buch auf den Sub. Also, das hier ist mein Substapel. Kommt da jetzt erstmal alles drauf. Boah, ich habe heute vielleicht mies geschlafen. Ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwie schlafe ich hier nicht mehr gut. Naja, erstmal aufstehen, Kaffee machen. Was ist das denn? Mein Gott. Seht ihr das? Mein Regal ist leer geräumt. Ich war das nicht, wirklich. Ich war das nicht. Ich weiß nicht. Hier muss jemand drin gewesen sein in der Wohnung. Mal schauen, ob die Tür zu ist. Die Haustür ist abgeschlossen, also. Die Haustür ist abgeschlossen. Hier kann eigentlich niemand drin gewesen sein. Also guckt euch das an. Was zum Teufel ist hier passiert? Wie kann das sein? Ich habe langsam echt Angst hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Und das ist doch nicht normal. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Bücher aus dem Regal geräumt habe. Also irgendwie. Das muss irgendwer anders gemacht haben, aber die Tür ist abgeschlossen. Es kann niemand hier drin gewesen sein. Ich hab langsam echt Angst hier.
Ja, wieder eine Nacht rum. Ich habe ultra mies geschlafen. Und ich werde jetzt erstmal gucken, ob wieder irgendwas passiert ist heute Nacht. Ich hoffe ja nicht. Es sieht alles normal aus, also. Jetzt bin ich total verunsichert. Ich meine, habe ich mir das mit dem Regal vielleicht nur eingebildet? Vielleicht habe ich die Bücher wirklich selber. Nee, das kann nicht sein. Ich war das nicht. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein heute. Und ich muss mich jetzt mal fertig machen und zur Arbeit. So. Zurück von der Arbeit. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen, weil ich wirklich müde bin. Aber weil ich ja so ein bisschen paranoid geworden bin, ich habe wirklich keine Ahnung, ob da jetzt was passiert war mit dem Buchregal oder nicht. Also, ich meine, ich habe es ja auf Videos. Es war. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen eine Sicherheitsmaßnahme begehen. Ich werde Mehl auf dem Boden verstreuen und falls jemand heute Nacht hier durchläuft, werde ich das ja sehen. Schon ein bisschen Angst. Mehl. Oh. Nehmen wir das mal. Okay. Weiß nicht genau, am besten vor der Schlafzimmertür. Kamera abstellen. Okay, also sollte jemand hier durch wollen, dann oder hier durchgehen heute Nacht, dann würde ich das ja sehen. Teilen wir das noch mal ein bisschen, damit man hier echt nicht mehr durchkommt, ohne drauf zu treten. Ich meine, gut, dass es ja nachts immer so dunkel hier ist, dass man eh nichts sieht. Falls hier also jemand ist, der wird das gar nicht mitbekommen. Okay. Dreckige Hand. Naja, ich hoffe, es reicht und ich gehe dann jetzt mal schlafen. Heute habe ich irgendwie viel besser geschlafen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wenigstens was getan und das Mehl liegt da. Also, falls irgendwas bloß ist, dann habe ich jetzt wenigstens den Beweis und wenn nicht, dann ist ja alles gut. Deswegen schauen wir mal nach. Oh mein Gott. Mein Gott. Das sind Abdrücke. Was ist das? Könnt das vielleicht sehen? Also das sind Abdrücke, aber das sind keine Fußabdrücke, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwas war heute Nacht hier und ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht. Es führt in mein Schlafzimmer. Es hört genau hier auf und so irgendwas war da. Ich weiß echt nicht mehr, was. Irgendwas ist hier.
war das denn für ein Geräusch aus meiner Kamera? Kommen die Bücher hier hin? Das sind meine Sub-Bücher. Wie kommen meine Sub-Bücher hier hin? Die bewegen sich ja auch noch. Und die Moral von der Geschichte. Ignoriere deinen Sub nicht. Happy Halloween!